Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Schwarz. Im letzten Part haben wir die Siegestraße durchschritten und die Pokémon-Liga erreicht. Aber ich habe euch gesagt, an einem Ort werden wir uns wiedersehen, und zwar hier, an dem Städtchen Orion City. Denn hier kann ich surfen. Und eventuell finde ich hier noch ein Pokémon. Das ist der einzige Ort, der mir spontan eingefallen ist, und deswegen... Ups. Deswegen versuche ich hier noch was zu fangen. Ich weiß noch nicht, ob hier überhaupt was ist. Sieht beinahe so aus. Doch! Okay, bitte, bitte, bitte was Cooles. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt haben wollte, ja. Nicht zwingend, ja. Nicht zwingend. Wirklich nicht zwingend. Ja, jetzt kann ich es nicht mal mehr fangen. Was heißt nicht mal mehr? Ist doch ein Bullshit hier. Ja gut, der Flottblatt hat nicht gereicht. Machen wir es platt. Machst du jetzt... Oh, das klappt ja nicht mal mehr. Wisst ihr was? Nein. Leute, wir sehen uns bei der Pokémon-Liga. So, und da sind wir. Weiterhin mit 5 Pokémon gehen wir hinein in die Pokémon-Liga. Die Pokémon-Liga ist ein Ort, an dem nur ein einziges Gesetz gilt. Das des Stärkeren. Und Stärke beweist man hier am besten, indem man die Top 4 und den Champ besiegt. So einfach ist es. Die Top 4 kann jeder zum Kampf herausfordern. Und erst, wenn du sie alle bezwungen hast, gibt sich auch der Champ die Ehre. Aber Vorsicht! Hast du erst einmal den Fehdehandschuh geworfen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Gefechte zu deinen Gunsten entscheiden oder durch eine Niederlage ausscheiden. Möchtest du? Ja, ich möchte. Okay. Wünsche mir Glück. Gehen wir erstmal hier nach links. Okay, freundlicher Empfang. Haha. Haha, toll. Darf ich es runter? Ja, darf ich. Gut, wen haben wir vorne? Liam. Nein, danke. Doch, wobei, doch, wir haben Liam vorne, ist gut. Okay, hallo! Die feurig lodernden Augen des Mannes stachen aus seinem finsteren, haarigen Gesicht hervor, wie eine ständige Erinnerung an seinen Entschluss, alles um der Gerechtigkeit willen zu opfern. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Die Aufregung für die Hauptfigur lieferte mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Ach, es ist wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls ein Trainer und willst dich mit mir messen, stimmt's? Dann mach dich auf etwas gefasst, denn ich bin Anissa, die Meisterin der Geist-Pokémon. Okay, Anissa. Lass es uns tun. Gott, wie siehst du denn aus? 4 Pokémon. Oh, toll. Das fängt schon gut an. Gut, habe ich Liam vorne. Toll. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich jemals gemacht habe. Seht euch das Level an. 48. Das ist jetzt nicht so gut, glaube ich. Oh, super. Abgewehrt. Fantastisch. Okay, Eisstrahlbubble. Ja, wieder abgewehrt. Super. Das war nicht so super. Das war nicht so super. Willenleser. Okay, die nächste Attacke wird treffen. Das ist auch H2O Absorber. Es läuft wirklich gerade sehr gut. Doch, es läuft wirklich sehr gut. Spukball. Warum Willenleser nochmal? Verstehe ich nicht. Ja, das bringt schon ein bisschen mehr. Okay. Wir haben Glück. Auch nachdem ich so viele Fehler gemacht habe, wir haben Glück. Solange immer Willenleser kommt und nicht mehr eine starke Attacke, ist es gut. Nein, natürlich reicht es nicht ganz. Aber mach gar nichts. Mach gar nichts. Die Spezialverteidigung ist gesunken. Und somit dürfte ich jetzt noch mehr Schaden machen mit dem Spukball. Ja, aber nochmal ein Crit wäre schon ziemlich cool. Bubble, ja. Hat es keine AP mehr für Wuchtschlag? Ich fände es cool, wenn es so wäre.
So, noch einmal. Ach, du bist doch dämlich, Anissa. Also ich meine, nicht dämlich unbedingt, aber... Ne? So. Ich brauche viel zu viel AP auf. Ha! Was für ein Glück kann man denn haben bei diesem Wuchtschlag, dass der immer daneben geht. So. Jetzt hast du bestimmt keine Top-Genesung mehr, oder? Nein, aber die Attacke geht doch daneben. Was für ein unverschämtes Glück Bubble doch hat. So. Gut, dann habe ich ein Porygon-Set. Ich würde fast behaupten, das macht Angie. Ja. Los, Angie. Porygon-Set. Ja, das ist halt doch schon ziemlich, ziemlich stark, muss ich sagen. Zielschuss. Uncool. Uncool. Ja, sah gut aus. Itemsperre. Okay. Nicht so gut. Nicht so gut. Wirkt jetzt die das Item noch, das Angie trägt? Sie trägt so ein psychoverstärkendes Ding, glaube ich. Ist schon lange her. 43 für Panzerpfand. Und ein Kindwurm. Okay, damit kann ich dann schon eher leben. Bubble, du bist dran. Ich bin leicht nervös. Nur ganz leicht. Weil ihr merkt, ich bin ein kleines bisschen unterlevelt. Level 50. Bist du scheiße? Hier, frisst das Kindwurm. So. Das war's. Und ein Schnurrgast. Ein Schnurrgast, ein Schnurrgast, ein Schnurrgast. Was machen wir gegen einen Schnurrgast? Double kämpfen, würde ich sagen. So, du dicke Katze. Weißt du was? Du bist eine Katze, du magst doch Wasser, nicht wahr? Zwinker, Zwinker. Oh, shit. Angeberei ist gar nicht gut. Ist echt gar nicht gut. Komm schon, Bubble, bitte. Jawohl. Jawohl. Oh, ah, shit, das reicht nicht ganz, natürlich. Okay, wir versuchen es nochmal, Bubble, okay? Wir versuchen es nochmal. Liebreiz! Das auch noch. Okay, Bubble. Bubble, bitte. Yes! Bubble, du bist so fantastisch! Oh, Bubble, sensationell. Super. Und Nummer 1 wäre geschafft. Das war okay. Das war okay. Tut mir leid. Zunächst muss ich meine Pokémon aufrichtig um Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert, untröstlich. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ihr solltet euch keine Vorwürfe machen. Immerhin kann das doch jedem im Kampf passieren. Aber wie dem auch sei, ich bin immer noch Mitglied der Top 4. Ja, da hast du wohl recht. Hab ich denn irgendwie so ein Äther oder irgendwie sowas? Ja, aber nicht so viel. Das jetzt schon zu verwenden wäre ein bisschen Verschwendung, ja. Ich brauche halt keinen einzigen Trank. Sehr schön. Okay, gehen wir zurück. Nummer 1 von 4. Dann gehen wir gleich da hinten weiter. Wer war nochmal da? Ah, ich muss wieder nicht laufen. Schöne Rolltreppe. Und überall geht das Feuer an. Was der wohl für ein Pokémon-Typ hauptsächlich trainiert im Originalspiel? Ich weiß es nicht. Ist es klug, Liam vorne zu haben? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wir versuchen's. Ach du grüne Neune, habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist ja auch Wurst. Ich bin jedenfalls Astor von den Top 4 und somit dein nächster Gegner im Kampf. Astor, alles klar. Komm her. 4 Pokémon. Und du beginnst. Ein Papunga. Ein Papunga. Auch so ein Pokémon, bei dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was das so drauf hat. Ich weiß nur, dass wir es am besten mit Pony besiegen könnten. Aber warten wir es mal ab. Cool wäre, wenn wir es jetzt in den roten Bereich bringen würden.
Akrobatik! Oh mein Gott, viel zu viel Damage. Das sind viel zu wenig Damage-Punkte, ja. Wir versuchen es nochmal. Noch eine Akrobatik, ja. Da! Ah! Viel zu knapp! Natürlich hat es nicht gereicht. Natürlich nicht. Schade. Aber mir soll es recht sein, dann kann ich nämlich auf Pony wechseln. Und Papunga wird ganz bestimmt geheilt. Ja, es war so klar. Shit, Pony ist 3 Level unter Papunga. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, wir haben echt ein Problem. Wir haben echt ein Problem, Leute. Es reicht noch nicht mal. Viel zu viel Schaden. Viel zu viel. Ja, ist schon okay. Ist schon okay. Kackvieh. Crit vielleicht? Oder auch nicht. Wisst ihr was? Ich gebe Pony jetzt erstmal einen Trank. Dann kann Papunga meinetwegen weiter mit Akrobatik angreifen. Der Beulenhelm wird seine Sache gut machen. Aha. Baumwollsaat. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sehen wollte. Wobei, es spielt gar nicht so eine Rolle. Jetzt kommt wieder die Akrobatik. Ja, ist klar. Okay, und nun war es das für Papunga. Okay, wir sind noch dabei. Wir sind noch dabei. Ach du Scheiße, ein verdammtes Giratina. Wollt ihr mich denn verarschen? Oh, fucking, fucking, fuck. Bubble, du bist dran. Ach du verdammte Scheiße, das ist jetzt ein Problem. Gott, wie stark sind die Attacken hier? 80. Das war 95, ja. Eisstrahlbubble. Fucking Schemenkraft. Okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Moment. Ich könnte jetzt theoretisch auf Anji wechseln. Das ist vielleicht gar nicht mal die dümmste Entscheidung, die ich je hatte. Sicher riskant. Aber auf jeden Fall, in dieser Runde dürfte Anji nichts passieren. Sie ist ja vom Typ normal. Ha! Wie wär's denn mit einem Gesang? Erdkräfte. Dieses Kackvieh, ey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich gerne wieder wechseln. Zwar auf Bubble. Mir ist dann doch sein Eistrahl lieber. Nur nicht aufwachen, Giratina. Nur nicht aufwachen. Sehr gut. Und bitte immer noch nicht aufwachen. Sehr gut. Ja, ich hätte jetzt auch mit Anji dreimal angreifen können. Es hätte vermutlich... Oh, fuck! Gar nicht mal so viel Damage. Aufgewacht und Schemenkraft. Naja, gut. Naja, gut. Ist mir eigentlich egal. Ist mir jetzt soweit eigentlich egal. Denn, Anji, du kommst wieder ins Spiel. Ja, mit Kanon treffe ich nichts. Und, Kehrtwende dürfte auch nicht so viel Damage machen. Deswegen, Psychoschock. Ja, bei Anji kommen immer die Erdkräfte. Das ist aber etwas, das sie relativ gut aushält. Oh, jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt vielleicht nicht mehr. Ah, Aurasphäre, was? Nein! Oh Gott! Meine Nerven. Komm schon! Verdammte Kacke nochmal, es hat nicht gereicht. Ich dreh durch. Fuck! Okay, 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 okay. Wir wechseln auf Bubble. Und jetzt wird Giratina geheilt. Nein? Nichts? Ja, gut, dann, ne? Oh, jetzt verschwindet es auch noch, dieses verdammte Kackvieh. Ja, komm, ich kann eh nichts.
Wobei doch, Moment. Diese Attacke wird Bubble definitiv überstehen. Ja. Es war doch mehr, als ich gedacht habe. So, aber das war's für Giratina. Ach, scheiße. Das war ein Problem. Das war halt echt ein Problem. Schneckmack. Oh, ebenfalls ein Problem. Ebenfalls ein Problem. Zuerst müssen wir Bubble heilen. Und zwar mit einem Hypertrank, ja. Und dann ist die Gefahr auch schon wieder ziemlich gebannt. So, alles wieder gut. Amnesie, jo. Das bringt dir nicht viel, liebes Schneckmack. Liebes Feuer-Schnecki-Schnecki. Denn nun wirst du gelöscht. Nicht im Sinne von in den Papierkorb, sondern so tsch. So, sehr gut. Svotrini. Was? Svotronin. Ach so. Ja, ich konnte mir nie merken, wie das Vieh heißt. Auf jeden Fall die Entwicklung von Otaru. Ja. Level 50 ist das Kackvieh. Wisst ihr was? Erstmal die Wasserringe. Oh shit. Das ist jetzt ein Problem. Das ist ein Problem. So. Ja, wir müssen mit dem Surfer angreifen. Nein, nicht. Oh, fucking, 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 fuck. Zweimal Schwertanz. Bubble, es könnte kritisch werden. Bubble, es könnte echt kritisch werden. Heimzahlung, nein! 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 Oh, fucking. Drecksvieh. Es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Scheiße, das ist jetzt echt ein Problem. Ich muss es wieder heilen. Das Vieh ist zweifach geboostet. Ich habe Angst. Heimzahlung. Ich habe kein Geist-Pokémon. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Panzerwand. Du hast eine Verteidigung von 120. Das ist riskant. Nee, das... Nee, nee. Und anschließend greift es dann zuerst an und Panzerwand ist weg. Scheiße, verdammt nochmal. Wir haben ein Problem, Leute. Wir haben echt ein verkacktes Problem. Müsste nur noch einmal mit Surfer durchkommen. Nur noch einmal. Müsst du nicht nochmal Schwertanz einsetzen? Nein, lass das jetzt. Nein, 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 nein. Es wird immer mehr. Nee, es reicht nicht. Ich versuch das jetzt auszutanken. Ist mir egal. Ich versuche das jetzt echt auszutanken. Ja, Panzerfand würde den Angriff standhalten. Aber in der nächsten Runde würde dann eine Wasserattacke kommen und es besiegen. Wie oft kann es das einsetzen? Auf jeden Fall nicht so oft, wie ich Hypertränke am Start habe. Nichts da, du Vieh. Mit diesem allzu komischen Namen. Shit, die Zeit spielt gegen... Es wird immer mehr Schaden. Die Zeit spielt gegen mich. Es muss nur einmal ein Crit kommen und dann war's das. Dann habe ich echt ein Problem. Ich kann auch, Zugabe! Das war dein Fehler! Das war dein Fehler! Ha, das war dein Doppelfehler, Arschloch! So, ich hätte auch auf Pony wechseln können wegen des Beulenhelms, aber das wollte ich nicht riskieren. So, das war's! Mein Gott, das war jetzt ein Kraftakt. Dafür gibt's ein Level-Up für Bubble. Uff! Das war heftig, das war heftig. Es war eine lame Taktik, aber hey, kann man machen. Kann man machen. Ja. So, und damit haben wir die Hälfte der Top 4 besiegt. Was steht eigentlich da? In der Statue ist folgende Inschrift eingemeißelt.
Die Pokémon-Liga ist die Heimstätte vierer kraftstrotzender Trainer. Im Südwesten lebt jene, deren Wissen um Pokémon zum Typ Geist ohnegleichen ist. Im Südosten lebt der unumstrittene Meister der Kampf-Pokémon. Im Nordwesten lebt jener, der seine Unlicht-Pokémon zu absoluten Höchstleistungen führt. Im Nordosten lebt jene, welche die Pokémon vom Typ Psycho in- und auswendig kennt. Überwinde diese vier Wächter mit der rechten Mischung aus Mut und Weisheit und der Weg zum Champ der Pokémon-Liga wird sich dir öffnen. Ja, ja, werden wir machen, Leute. Aber erstmal werde ich die Pokémon heilen und bis zum nächsten Mal sind sie wieder topfit. Okay, Leute, das war's für heute mit Pokémon Schwarz. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!